Peace Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es einfach um Herbstjacken. Los geht's! So Leute, wie in dem Intro schon gesagt, ich habe einfach mal 4 Herbstjacken beispielsweise rausgesucht, die mir aktuell gut gefallen. Wir gehen das Ganze durch, zeigt euch das Ganze auch, wie ich das aktuell stylen würde als Möglichkeit. Man kann die Jacken wirklich flexibel sein, wie man gerade Bock hat, mehr casual, mehr streetig, mehr schick. Aber ich habe verschiedene Outfits dazu mitgebracht und wir gehen das Ganze einfach mal durch und ich zeige euch genau, was ich daran mag. Und wir fangen erstmal an mit der ersten Jacke. So Leute, Jacke Nummer 1 habe ich in meinem Latest Pickups Video auch vorgestellt. Wer das Ganze noch nicht gesehen hat, kann das gerne abchecken. Das ist meine neue Jacke von Summer Paris und das ist für mich wirklich als Beispiel eine ideale Herbstjacke. Sie ist nicht zu dick, sie ist nicht zu dünn, ich kann sie mit einem Hoodie drunter tragen, ich kann sie einfach so tragen. Und in dem Fall habe ich das Ganze einfach kombiniert mit einem schlichten, leichten weißen T-Shirt, einer coolen schwarzen Hose und dazu ein paar schickere schwarze Schuhe. Socken sind natürlich auch wirklich wichtig, mittlerweile dieses knöchelfrei war wirklich auch mal eine Zeit lang modern, aber ich würde aktuell schon wieder auf Socken verweisen. Also wie gesagt, jeder kann das handhaben, wie er möchte, aber ich trage auf jeden Fall Socken. Und ich finde das Outfit sehr stämmig, nicht zu streetig, nicht zu casual, beziehungsweise nicht zu classy. Ich finde das so schon ein cooler Look. Wie gesagt, ich könnte das Ganze aber auch anders sein, Hoodie drunter etc. Ganze wieder ein bisschen lockerer auffahren. Aber beispielsweise sowas ist wirklich eine ideale Herbstjacke. Ihr müsst das Ganze nicht von Summer Paris holen, es gibt das von verschiedensten Marken. Ich habe euch natürlich auch unten mal in die Infobox ein paar Links reingehaut. Es geht auf die anderen Jacken, weil ich werde gleich auch noch feststellen, nicht alle Jacken, die hier am Start sind, gibt es zu kaufen. Ich hoffe, es euch gefällt und dann machen wir weiter mit Jacke Nummer 2. So Leute, Jacke Nummer 2 ist die College Jacke. Die College Jacke habe ich wirklich in diversen Videos euch immer wieder gepredigt oder ich sag mal vorgeschwärmt, wie cool ich die finde. Und in dem Fall habe ich jetzt hier einfach eine Wintervariante, bisschen dickerer Stoff gefüttert etc. Nicht so luftdurchlässig, nicht so leicht. Die ist eher von Gang vom letzten Winter. Ist eine sehr, sehr coole Jacke. Gerade die Farbkombo gefällt mir extrem gut. Und ich habe das Ganze einfach relativ casual gestylt. Ich finde, das wirkt sehr, sehr nice. Auch das könnte man wieder ein bisschen auflockern, mit dem Hoodie drunter etc. Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wer das Ganze gerne ein bisschen streetiger tragen möchte, nimmt einfach eine Größe größer, dann wirkt das ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr so Hip-Hop-mäßig. Wie gesagt, ich trage das Ganze lieber so, jedem das seine. Und jede Styling-Möglichkeit ist da möglich. Und dementsprechend finde ich eine College-Jacke wirklich extrem wichtig. Ich kann euch echt nur ans Herz legen, holt euch mal eine vernünftige College-Jacke. Es muss keine dickere Variante sein, auch eine, ich sag mal, eine dünnere, könnte man mit einem Hoodie etc. schon bei den kälteren Tagen tragen. Natürlich nicht, wenn ihr den ganzen Tag draußen seid, aber in dem Fall ist es wirklich eine sehr, sehr coole Herbstjacke und trage ich auf jeden Fall jeden Herbst immer wieder gerne. So, und dann, bevor wir zur dritten Herbstjacke kommen, wie gesagt, nicht alle Herbstjacken bekommt ihr. Die Sachen sind zum Beispiel teilweise einfach von älteren Kollektionen, letzten Winter. Ich habe das Ganze relativ generell in meinem Kleiderschrank so aufgebaut, dass ich sehr viele zeitlose Pieces dabei habe. Natürlich seht ihr jetzt hier Branding oder Farben etc., die Saison oder etc. Abhängig sind, aber zum Beispiel so ein Piece wie hier, eine einfache Daunenjacke, die es letztes Jahr bei Uniqlo gab, die nennt sich Ultralight Down Jacket oder sowas, die gibt es leider aktuell nicht mehr. Da müsst ihr euch jetzt anlügen oder sagen, hey, ja, die kriegt ihr da und da und dann lauft ihr hin oder guckt den Store an etc. und die bekommt ihr nicht mehr. Das ist klar, ich habe aber unten, wie gesagt, in die Infobox einfach mal ein paar Alternativen reingepackt. Zu jeder Jacke findet ihr kaum 2-3 Alternativen und dementsprechend finde ich das ein sehr, sehr cooles Piece. Was ich hier dran besonders mag, ist erstmal die Leichtigkeit. Die ist nicht zu schwer, natürlich auch nicht zu warm. Die hält schon gut warm, aber jetzt auch nicht mega krass warm. Ich bin damit mal wirklich unterwegs gewesen auf dem Trip und es war sehr, sehr kalt. Dafür war die echt viel zu kalt. Ich habe gefroren, ein bisschen geht nicht mehr, habe mir dann unten drunter noch jede Menge Sachen angezogen, so dass das Ganze dann klar ging. Aber das ist ja wirklich nicht der Sinn der Sache. Die Jacke sollte schon, ich sag mal, dafür genutzt werden, wofür sie da ist. Man muss sich immer nur cool aussehen, dementsprechend, das ist wirklich eine gute Übergangsjacke, beziehungsweise für die wärmeren Wintertage oder für die kälteren Herbsttage.
schon, turn it up. Das Ganze immer ein bisschen mehr streetig aufgebaut, mit einem Hoodie und ein paar coolen Sneakern etc. Nicht allzu förmlich, finde ich ein sehr, sehr nicer Look und trage ich immer wieder gerne. Und dementsprechend ist das meine dritte Variante. So Leute, und dann sind wir schon bei der letzten Herbstübergangsjacke, ist quasi ein Flannel. In dem Fall ist es jetzt ein dickeres, gefüttertes Flannel von Bershka. Und da gebe ich euch nochmal einen kleinen Tipp. Diese Jacke ist aus der Frauenabteilung. Und gerade aktuell, wo das ganze Thema Oversize, hat man nicht gesehen, relativ Unisection da am Start sind, könnt ihr sowas auch mal in der Frauenabteilung bekommen. Ihr müsst nicht nur immer bei den Männern gucken. Ihr müsst natürlich auch nicht den ganzen Shop durchschauen etc. Würde mich auch nerven. Gerade für Frauen gibt es immer viel, viel mehr als für Männer. Geht einfach in die Kategorie Frauen, Jacken und dann vielleicht Flannels oder Fleece oder sowas. Da findet ihr sowas. Und generell, gerade aktuell habe ich mir was von der Frauenabteilung bestellt. Das werde ich euch die Tage auch vorstellen. Sehr, sehr coole Jacke in Braun und in Beige. Ähnlich wie die hier. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Alternative, weil bei Männern kriegt ihr sowas zum Beispiel einfach nicht. Die Farbe ist natürlich so ein Mix, ist gerade noch an der Grenze, ist nicht zu weiblich, aber auch nicht zu männlich, also nicht sehr männlich. Und dementsprechend finde ich es eine sehr, sehr coole Jacke. Wie gesagt, die kriegt ihr aktuell nicht mehr. Die habe ich letztes Jahr einfach mal, ich glaube, letzten Frühling in meiner Insta-Story drin gehabt. Da gab es die im Sale für, ich glaube, lasst mich jetzt lügen, aber ich müsste die Story raussuchen. Ich meine, es waren 15 Euro. Und das ist eine Sache. Wenn man da nicht zuschlägt oder nicht, ich sag mal, am Ball bleibt oder guckt, könnt ihr da sowas einfach verpassen. Und dementsprechend versuche ich da schon Tipps zu geben, wo ihr immer up to date seid oder sowas herbekommt. Hey, Neutral, turn it up. Und die hier habe ich relativ erdtönig gehalten. Gerade diese beige-braun-Töne sind aktuell wirklich immer noch sehr im Trend. Beziehungsweise ihr könnt das eigentlich das ganze Jahr tragen. Und ich finde, es passt sehr, sehr stimmig zusammen. Ist natürlich alles Geschmackssache und mir gefällt es sehr, sehr gut. Lasst mich natürlich gerne in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Und das ist auf jeden Fall die letzte Variante. So Freunde, das war's auch wieder. Ich habe euch jetzt einfach mal vier Jacken mitgebracht. Es gibt noch, ich sag mal, 10, 15 weitere Varianten, die ich locker aus meinem Kleiderschrank rausholen könnte und euch zeigen könnte. Aber ich wollte das Ganze schon relativ einfach halten. Und ich finde, vier Stück ist eine coole Möglichkeit. Man hat alles für jeden Stil so ein bisschen was dabei. Das klassische Mäntel habe ich bewusst rausgelassen, wollte ich jetzt nicht mehr reinpacken, weil das Ganze werde ich mehr so in die Richtung Winter nehmen. Mantel finde ich schon, ist ein sehr, sehr klassisches Piece für den Mann, aber ich werde euch auch noch zeigen demnächst, wie man das Ganze auch ein bisschen lockerer, ein bisschen streetig anziehen kann. Und lasst mich wie gesagt gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von dem Video bzw. von der Idee haltet, so ein bisschen inspirationstechnisch und vielleicht auch den einen oder anderen Tipp, wo ihr sowas herbekommt. Und das war's auf jeden Fall. Vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo dazu lassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.